langsamer sind, weil man mit dem Reifen eine ganze Menge funktioniert. Spannung ist angesagt. DTM, auf geht's!
ihm ein, dann geht Ricardo Feller an Gunnar vorbei. Er hat ganz kurz in dieser ersten halben Runde tat wirklich Kelvin van der Linde, der einiges an Boden verloren hat. Achte Position, du musst genau mal so thematisieren, hat jetzt den verloren, Position verloren, jetzt ist aber einer kein Bühnen durchgegangen. Was ist da denn los? In den ersten BMW versucht es außenrum in der Sachsbuche, dann im Tabellenzweiten vorbeizugehen, ist ein Lenin, aber von hinten schicken wir von der Linde Thomas Klein. Einen grandiosen Job gemacht haben. 7,8 bei Kelvin van der Linde. Das Manöver auf den kalten Reifen. Und hier sehen wir, hinter dem Ferrari und dann die Lücke lassend, muss man schon sagen, für seinen Bruder so ein bisschen Platz macht. Aber am Ende hat er beide überholen können, weil er einfach. Ein bisschen so wie mit Sommerreifen im Schnee zu fahren, ultra, ultra glatt. Ja, und es dauert eben diese Rennen. Schaden hinten links. Ersatzmann. Thank you.
Kanzler und es wird der zweite Saisonsieg für den Mann aus dem Allgäu. Aber es wird auch die ganz, ganz große Triumphfahrt für den Mann mit den 92. Und Donuts sind ab jetzt erlaubt. Das hat die Rennleitung gemeldet. Und das wollt ihr natürlich auch sehen von unserer Natur. Schön, dass wir, glaube ich, ziemlich, ziemlich stehen auf.